Karfreitag gedenken wir der Kreuzigung Jesu, seiner wohl schwersten Stunde. Die Männer Petrus, Jakobus, Matthäus, die sind damals einfach weggelaufen. Maria Magdalena, die Apostelin der Apostel, harrt mit Maria, der Mutter Jesu, und ein paar anderen Frauen im Leid aus. Sie bleiben unterm Kreuz. Sie weinen, sie haben Angst und sie wissen nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Aber sie bleiben. Ich wünsche mir eine Kirche, die bleibt, wenn es schwierig ist. Als Kirche wollen wir in diesen schweren Zeiten uns Maria Magdalena zum Vorbild nehmen. Wir wollen bleiben, wenn es schwierig wird, bei den Leidenden, den Kranken und den Sterbenden. Als Kirche wollen wir bei diesen Menschen mit ihren Fragen bleiben und es aushalten, dass es nicht auf jede Frage, gerade nicht auf die Frage nach Krankheit, Leid und Tod, eine schnelle Antwort gibt. Auch wenn die Lebensbedingungen manchmal wahrlich zum Davonlaufen sind, so zeichnet sich christliches Handeln durch ein standhaftes Bleiben aus. In der Krise und in alltäglichen Konflikten mit beiden Beinen am Boden stehen, am Boden zu bleiben. Egal ob das Eltern sind, Lehrer, Lehrerinnen oder Ärzte und Ärztinnen. Ob das Menschen im Pflegedienst sind, bei Rettung, Feuerwehr oder Polizei. Oder heute auch im Lebensmittelhandel und bei der Müllabfuhr. Bleiben, wenn es schwierig wird. Hier zeichnet sich Handeln im Sinne Jesu ab. Leider können wir derzeit unseren Kranken und auch unseren Senioren nur mit unseren Gedanken und mit unserem Herzen nahe sein. Daher laden wir dich zu einem Ritual ein. Zünde zu Hause, alleine oder mit jenen, mit denen du derzeit wohnst, eine Kerze an. Denkt gemeinsam an eine erkrankte Person und schickt dieser Mut und Kraft in dieser schwierigen Zeit. Betet miteinander das Vaterunser oder ein anderes Segensgebet. Lasst die betreffende Person auch wissen, dass ihr an sie denkt und in Gedanken bei ihr seid.